Können beginnen. Fuck. So, Kobalium. Ich würde, glaube ich, Kobalium echt mitnehmen, weil das echt schon den Typen umknalle. Zombie, okay, gut. Ich knall einfach wirklich Erdbeben. Das ist ja das, gute Lander von der Alten. Boah, als ob, Junge. Kein Erdbeben für mich. Das ist echt schon sad, bin ich ehrlich. Warum nochmal Erdbeben? Nein, keine Moves oder was ist mit denen los, Alter? Oh mein Gott, der Damage. Also, Plan ist, wir gehen nach Ondula und gucken uns das an. Da ist ein Trainerkampf. Und. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wo ich aufgehört habe. Let's go. Gut. So. Leider ist ja Pokémon nicht mehr dabei. Ist einfach dafür sorgen, dass. Hier, dass ich ihn nicht diese Kacke machen lassen kann. So viel dazu. Das Team ist sogar relativ gut gleichmäßig gelevelt. Erstaunlich. Amina Bladis muss ein Level unter, aber sonst. Das Team sieht echt solide aus. Weiß so echt nicht mehr, wo wir waren, oder das wäre das B. Oh, hier ein Rentner. Cool, jetzt aber let's go. Ach, schon wieder der Typ. Kommt der bei jedem Encounter oder was? Bitte, geh. Möchte ich ihn nicht haben. Alter, ich liebe das Gift. Es ist einfach nur so gut. Ach, scheiße, die Alte, wir kämpfen. Okay, die hat einfach einen Raikou. Was? Wieso packen die so aus hier, Alter? Egal, wird einfach zerkloppt. Los, Albladi. Oh, what the fuck, ist das so die was wanted? Raikou ist eigentlich echt geil. Könnte man mal für eine Team-Idee Kopf behalten, aber da wieder ranzukommen ist auch wieder für unmöglich. Egal, das Ding ist down. Obwohl, lieber Prio. Nice, 44. Stark, Mann, V-Source, Alter. Diese Namen, ich liebe sie immer noch. Ja, der wird auch einfach weggeboxt. Der Typ kann ja gar nichts. What? Was? Steinwand? Das macht so viel Damage jetzt. Ah, geht sogar eigentlich. Also ich habe gedacht, der wird mich jetzt zerkloppen, einfach nur weil ich minus 2 Defensive habe. Anscheinend aber nicht. Wie ich auch einfach drin bleibe, das juckt mich gar nicht. Das juckt mich sehr. Tschüss, Bladi. Dass der Typ mit einem Kapi überleben muss auch. Los, Schoschtivi, Naschweif. What the fuck, Digga, wieso macht er so viel Damage, Junge? Was? Der Typ rastet ja komplett aus. Bodyguard, bitte nicht. Achso, der hat ja Reflektor aufgesetzt. Ich bin ja auch komplett dumm, Alter. Boah, ich find's echt weird, wie die alle mit 1 KP überleben.
Angriff steigt. Okay, ja, passt, bitte. Jetzt mich die einfach rumbringen. Ich weiß bloß, dieser Berg ist echt nervig. Achso, die alte ist ja hier. Die heilt mich ja. Gut, den lasse ich da aus. Ich war hier unten irgendwie, das weiß ich noch, als ich gespielt hatte. Hier ist nichts. Ist hier irgendein Item? Nein. Oh mein Gott, kein Negi. Aber wo ist dumme Huans? Hier vielleicht was? Let's go. Ein Herzschub, Alter. Ist gut, damit könnte ich ja, ich weiß gar nicht, was ich in dieser Generation machen kann. Irgendwas Gutes. Wie weit bist du noch vom Finale entfernt? Oh, das dauert noch. Also wir sind erst Level 44. Das ist aber eigentlich auch schon ganz schön hoch. Also wir sind hier gerade. Achso, unser Wesen, wir sind frech. Wait, hier steht das nicht. Lass mal Karte gucken. Wirklich, bin ich behindert? So. Also wir haben die fünfte Arena fertig. Die sechste Arena ist nicht Nondula. Ich glaube, die ist sogar. Serea ist sie nicht. Oder wo war die achte? Ich weiß es nicht mehr genau. Achso, in Nevao City ist die sechste. Ist die 8, 7. meine ich, glaube ich. Oder was ist die Twin Weg? Ich habe keine Ahnung, bin ich ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Sollte doch. Hier. Ach nee, wir haben schon 6. Oh lol. Nur noch in. Dings hier. Also nur noch Twin Vex City. Danach kommt ja das Story-Finale. Dann halt noch hier oben in Avidaya City. Ja. Oh, noch ein Legi. Wow. Das ist immer so funny, ne? Randomizer. I mean, es gibt halt so viele Legis, wenn man mal überlegt. Aber hier ist sogar schon ein Ausgang eigentlich. Gesteinjuwel. Okay, ja, den lasse ich aus, brauche ich nicht. Gut, hier sind wir schon draußen. Ist hier irgendwas? Nein. Aber wenn man hier weitergeht, kommt man nach Ondula. Ich würde mich hier gerne ein wenig umsehen. Was sollen wir machen? Uns kurz trennen? Ja. Ja, tschüss. Bitte gehen Sie für immer. Gut. Herbst, let's go. Ah ne, es ist Winter jetzt. Hi. Arbeiten in Ondula. Ja, cool. Naturpark. Let's go. Da ist ein Item. Ist hier irgendwas versteckt? Oh mein Gott, ich wusste es. Das ist aber Calcium. Er braucht Radar. Bagger. Der guckt mal an, Junge. Grafik. High Quality, Junge. Sieht so richtig breit aus. Also sieht so. Warte, was können wir erzählen? 1, 2, 3. Es ist 4 Meter breit, aber 5 Meter lang, sowas. Einfach Todeskasten. Alter Taler. Kann man gut verkaufen. Das kann man in dieser City machen. Das gibt richtig Cash. Fehlt nur noch Kanone für Raumpanzer.
Alter, nee, dann geht's ab. Was haben wir hier? Warum ist das überhaupt der von Stas Dynasty wohl alleine zurückgeblieben? Ist da irgendwas? Gibt es eine alte Krone für 300.000. Ich hatte das Item. Ich hatte random das Item, alte Krone gefunden. Willst du mich verarschen? Ich oh mein Gott, ich habe jetzt 300.000 Pokédollar. Also, man kann random hier finden in dieser alten Ruine so alte Items und die kann man hier für richtig viel Cash verkaufen. Aber die Sache ist, da die Items, die randomized sind, kann man die einfach so finden. Die Sache ist halt, wir hatten so ein Item schon gefunden und ich kostet einfach 300.000. Gut, wenn ich hier vorne rangehe, kommt ein Rivalenkampf. Das erste Pokémon Center. Alter, das ist einfach schon funny, wie ich einfach so wenn ich so mit Typ spreche und einfach so 300.000 auf Bankkonto bekomme. So was? Die gute alte Zeit, wo man noch in die Häuser konnte. Ja, das ist modernste Technologie. Die Zeit, als man noch im Pokémon Center reingehen konnte. Gut. Kurz speichern. Ja, ich glaube, ich liege mal mit deinem Bladi einfach. Komm, Junge. Nice, gut. Alter, da bist du schon, Raphael. Augenblick mal. Lass uns herausfinden, wie effektiv das Training unserer Teams war. Das ist so random. Die Elite gegen Raphael. Oh mein Gott. Levy Raphael. Es ist so gut, Junge. Der Ampharos ist eine interessante Wahl. Interessante Wahl. Ich pack aus. Und noch her mit Elektroattacken. Ladungsschuss H, outplayed, Erdbeben. Let's go. Massiver Damage, es reicht. Oh mein Gott. Raphael mit den ekelhaften Taktiken, Junge. Fängt schon an zu schwitzen. Oh mein Gott, Hypertrank, als ob. Komm, Sude, gib Ampharos. Du wirst dir nicht selbst geben, Alter. Bist du dumm, Junge? Erdbeben. Sad. Singen die Vögelchen. Als ob Ampharos mich so zerknackst, Alter. Komm, Sude. Sieht mir doch fast gut. Gut, danke schon. Reicht natürlich wieder nicht. Jetzt schon so oft gewesen. Jetzt geht's los. Ampharos ist down. Sogar dafür, dass ich sehr effektiv angreife, echt guter Trade gewesen von Raphael. Heilige Kacke. Digga, der packt aus, Junge. Der packt richtig aus. Das Ding ist doch Stahlboden. Wenn ich nicht dumm bin. Packe ich am besten Chochtevi rein. Mega Stollers. Eisenschild, Chochtevi kann das. Ah, Beulenhelm, das Go. Verfallnummer. Oh Gott, er predicted. Oh wait, hab keinen Megasteindreck. Es gibt schon keine Megas.
Wäre aber irgendwie funny. Let's go. Diese 46, nice. Grasella, interessante Wahl von Raphael. Zeigt auch ein paar gute Pokémon dieser Gen ab, die halt ganz cool aussehen so. Aber ich pack halt die Gen 4 Pokémon aus. Alter Reigen. Denkt zwar an die Welt. Verteidigen. Steige Spezialangriff. Oh, er setzt sich auf. Aber. Ja, ich bleibe lieber halt im Flammenrad, Junge. Oh Gott. Ist da alles schneller? Da die schon wieder verwirrt. Das zweite Mal. Auch zum Trifft, Alter, Junge. Flammenrad ins Gesicht. Flammenrad nimmt Dressella raus. Aber Alblali ist noch verwirrt. Kann fatal werden. Kaputops, Junge. Welchen Typ hat das Ding? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte nicht fliehen. Egal. Niki, komm rein. Los, Niki, los. Ich schlitze alles ab. Mit Wasserdüse? Digga, was war das überhaupt für dick, Raphael, Junge? Da war ein scheiß Milotic drin. Ja, nee, wait, der war doch. Bin dumm, war ja Blali drin. Ich habe keine Kapazität mehr. Oh, das macht sogar gut Damage. Da wird geschlitzt. Aber Niki heiß ich. Die Rose ist ab. Sie ist nicht ab. Sie stärker denn je. Jetzt saugt die Rosen die Lebensenergie raus. Und? Kabutops übersteht zwar, aber Gift. Fataler Fehler. Nicht mit Bedacht. Oh, Raphael ist schon down. Raphael hat nicht alle 6 Pokémon mitgehabt. Das ist sad. Schwierig, ja, denke ich mir auch. Kann sich sehen lassen. Wir sind so stark, dass die Plasma-Show beim bloßen Anblick unserer Teams die Flucht ergreifen wird. Aber wenn sie glauben, sie könnten mir entkommen, haben sie sich geschnitten. Wir werden dafür sorgen, dass meine Schwester ihr Philidus zurückbekommt. Koste es, was es wolle. Also, Elite, viel Erfolg noch beim Trainieren mit deinem Pokédex. So, Alter. Hier ist. Muss irgendwas mit Aquapolyp gut geredet. I mean, der Kampf war cool. Aber wer ist sie? Dieses Anwesen von Cattleya, ein Mitglied der Top 4. Ich freue mich schon, wenn ich hier reinkomme und dann die Musik anfängt zu spielen. Dann wissen wir, das ist vorbei. Dann wird das Leben umgebracht. Dann werde ich nicht umgebracht, sondern mein Leben wird umgebracht. I mean. Die City ist schon schön so. So entspannt am Wasser. Der Anwesen. Oh mein Gott, Davy Zucaster. Markus, was machst du? Hallo, ist dein Niete. Hier kommt da gerade was in den Sonnen. Ich finde ja Pokémon für Typhon total toll. Es gibt einfach so viele coole Pokémon für Typhon. Das ist eine wahre Freude. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Würde mich ja freuen, wenn du den Pokémon von Typhon auch so gerne magst. Oh, ich werde gerade von einem Kollegen gerufen. Wieso rufst du mich an? Elite. Yes, Niki, yes. Ist einfach nichts. Es sieht aus, als könnte man da hin, aber hier ist einfach gar nichts. Hier hin will ich nicht. Bin ich ehrlich. Sonst, ich glaube, Taucher habe ich ja noch nicht. Aber man kann hier tauchen in der Bucht. Das Anwesen runter. Oder wie ist das? Irgendwie ist da was untergegangen. Aber es ist noch nicht für jetzt. Zu später. Aber ich kann mal ein paar Items kaufen. Und hier mal mit den Typen reden. Cool, Pokébälle. Würdest du ganz normales Titelbrand für 1000 kaufen? Ja, ich brauche Geld.
In der Kontaktebene wurden neue Festivalmissionen hinzugefügt. Augen auf beim Einkauf. Was? Wieso? Alter, der Typ, der macht mich an, Junge. Der schenkt mir einfach Scheiße. Markus, wie ist das? Unter Wasserruine in der Bucht von Honduras. An ihre Wänden finden sich rätselhafte Nachrichten. Gott, da muss eine ganze Geschichte bauen, Alter. 400.000, Alter. Da kann man ja richtig einkaufen. Kann ich aufstocken für die Liga. Ja, von 35, ja, das ist nicht genug. Überheiler noch ein paar. Ach, gar keine, reicht 20. Bankkonto. Läuft. Davon 10, falls das Game scheiße ist. Man schaut mehr Geld als ich in Purpur. Ja? Ich habe irgendwann irgendwo eine random Vase gefunden und die habe ich für 300.000 Euro verkauft. Ja, natürlich habe ich genug Geld, wie sehe ich aus? Aber Pokémon Y, Alter, da bin ich immer noch massiv reich. Hab ja extra gefahren, bis ich Millionär werde. Meine Hand hat sich davon von den paar Monaten immer noch nicht erholt. Aber ich habe auf Speed gespielt und dafür habe ich 2 Stunden einfach auf Speed einfach die Inputs gemacht, Digga. Dieses A-Kloppen. Ganz einer gibt es keinen Weg, der länger ist als Route 13. Bitte rette mich. Junge Trainer aus Eventura City siegt über Geraldine, die Arena-Leiterin von Palairo City. Diese News. Ja, Formattacken sind schön. Route 13, die längste Route in Einal. Maja, du bist jetzt weggekloppt. Elitist Papa Platte, oh mein Gott. Was macht der hier? Komm mal, Dolphus. Ach fuck, ist ja Elektro auch. Egal. Ich weiß gar nicht, habe ich mit der Dolphus schon mal gekämpft? Ich glaube schon. Das Moveset ist echt scheiße. Turnlan. Rutnal. Rutnal. Komm Junge, fette Schlag ins Maul, Alter. Ins Maul. Okay. Interessant. Wird abgemurkst. Mit so Taser in der Hand. Frankfurter Hauptbahnhof Bielag. Oh, da hat einfach ein Palkia. So ganz normale Basis angelegt, bin ich ehrlich. Und einfach Donnerschlag ins Maul. Oh shit, das könnte Damage machen. Das macht genug Damage. Komm, Sura. Ich freue mich schon, wenn Sura sich entwickelt. Das wird richtig geil. Wait. Nächstes Wochenende bin ich zu Hause. Da kommt wieder SMM. Oh shit, der ist schneller, scheiße. What the fuck, der Typ parkt aus. Raumliege wüsste Gigantensteckdose. Nee, der Typ zerkloppt mich gerade. Oder was? Ja komm, Niki, hau mir einfach die Scheiße in die Fresse. What the fuck?
Nicht sein Ernst. Nicht sein Ernst. Klopp ihm bitte einfach Damage in die Fresse. Ich bin auch stupid. Das ist Drache. Ist ja nicht Drachenstahl. Wait. Ich mache jetzt einfach diesen, bin ich ehrlich. Das juckt mich keine Sekunde. Drache Wasser. Ekias Wasser? Er tötet sich jetzt selbst. Schon funny, bin ich ehrlich. Jetzt greift er sogar schneller an, Alter. Komm, Crit. So, nächste Runde ist er down. Kann er nichts machen. Er schockt die wie Genesung und das ist richtig krank, bin ich ehrlich. Der Typ. Alter. Er wollte mich tot sehen. Er wollte mich richtig tot sehen, aber. Schockt wie ist einfach die Wand. Die Wand, die sich heilt. Okay, so viel zu diesem Kampf. Das ist so eine Sache, die ich nicht vermisst habe. Diese ewig langen Routen, wo nichts ist. Jalga war Drachenstahl. Ah, okay. Manche Typen kann ich mir einfach nicht merken, weil es so random ist. Route 13. Schönes Schild. Komm, ich geh mal gucken, was haben wir hier. Oh, ein bisschen Knosp. Er freut sich halt gerade, ja. Level 45, bitte. Sollte eigentlich reichen von den XP, ja. Yes. Knosp bizarr. Du alte Junge. Ich muss. Ich kann ja nicht skippen. Ich will irgendwie alles skippen gerade und einfach durchlaufen wie Bender da. Aber geht ja nicht, sonst level ich ja nicht. Das ist Mann Otto, Alter. Was hat Otto? Otto hat eine 50 Milliarden Grad heiße Lavaschnecke. Okay, Otto. Oh, ein Steinhagel. Geht ja. Würfer. Let's go, let's go. So, was sendet Otto jetzt rein? Oh shit. Danke, fetter Boxer, Junge. Irgendwie schneller. Hydropumpe auf den Dödel. Reicht aus, um sie zu killen. Mit einem Crit, Junge. Kann diese Schrift einfach nicht lesen. What? Ist die zu. Schnell, dass wir mal ins Stream gucken. Vollbild auf den? Geht doch, ich kann die lesen. Sah das auf dem DS aus? Das für Trainer, Connex Club, Trainerpass. Sachen, die ich nie benutzen werden kann. Oh cool. Was zum Zerschneiden. Das ist echt schön, dass ich Revi dabei habe. Weil Revi ist sogar mal nicht useless, sondern er hat alle 4 Items. Also,
Wirklich jetzt, das ist so eine VM-Maschine. Waschagwir. Wir gucken. Fliegenstärkste Schneider und Schlitzer. Wo war Schlitzer noch? Ah, nee, fehlt da nicht noch eins? Ich glaube, da kommt noch was dazu. Oh, was haben wir hier oben? Wie war damals in der Kostümshow echt spitze. Kostümshow? What? Ich habe gar nichts mit YouTube Deutschland zu tun. Oder auch irgendeine Ahnung, was die machen. Jo, ein Item. Überbar Junge. Oh, ein Schneebedeck. Also früher kannte ich mich irgendwie noch in Deutschland aus und wusste, was irgendwie los ist, aber es ist einfach. Eben einfach, nee. Die Kacke habe ich keinen Bock. Ich schlag mich schon mal Politik rum, aber brauche nicht YouTube Deutschland. Okay, was hat die für Pokémon? I mean, die Route geht eigentlich von der Länge her, die ist einfach bloß ausgestreckt. Wie ist die Champion Kuchen TV? What? Nein, keine Kostümschuhe von Deutschland. Nee, das meine ich nicht einfach generell, was in YouTube Deutschland los ist. Pokémon gab es zwei. Ach so. Ach so, ach ja, Digga. Hast du dir das eingekühlt? Hast du eigentlich diesen gemacht? Es ist wirklich einfach. Ich hab. Ach, Champion, Kuchen TV. Let's go. I mean, Revi war richtig wild da. Massiv. Sexy, was? Der Typ mit seinem Alzheimer macht mich fertig. Weißt du, wie lang das her ist? Tudok sieht brutal aus. Tudok ist brutal. Guck mal die Waffen an, Digga, die bewegen sich. Hast du die Waffe für den Räumpanzer? Wir haben doch einen Bagger und einen Tudok, Junge. Wird aber niedergeschnetzelt, Junge. Man muss sich mal überlegen, wie stark Pokémon sind. Also ehrlich, Digga, Pokémon gegen Panzer, das würde ich mal sehen wollen. Hey, how are you doing? Schatzsuche, ja, Schatzsuche, das macht total Spaß, Wahnsinn, wow. Vorhin habe ich was gefunden, hier vergraben Sand. Wenn ich genau sowas aber schon mal gefunden habe, weiß ich es einfach dir. Danke für eine gelbe Flöte. Das ist so random. Wieso gelb? Ich glaube, dass in manchen Dingen, die die Plasma damals gefunden hat, durchaus dran ist, bis meine Pokémon auch nicht in Pokébälle leben. Aber dieses Soda mag trotzdem nicht gehorchen. Skill Issues. Seit der Erfindung des Pokéballs kann sich wirklich jeder ein Pokémon halten. Ganz recht. Selbst die fiesesten Trainer. Schwierig. Ja, tschüss, Raphael. Echt pumpt, genau. Im Pro kann ich ein bisschen manchmal. Ich
Ich muss die Kacke echt wegkarten am Anfang des Streams. So. Flammenrad. Nice. 10 Jahre sind down. Let's go. Warlord, okay. Und Gentleman Robtop, Junge. Ich glaube, ich gehe noch in den nächsten Ort einfach rein und dann beende ich auch. Muss es mal auf mein Leben klarkommen. Ich liebe Gigasauger. Macht zwar nicht so viel Damage. Ich glaube, es war bloß 60 oder so. Aber Junge, damit kannst du so viel Lebensenergie aussaugen. Besonders weil ich spiele sehr angreifend wie Niki. Die kloppen ja richtig auch ein aus dem Maul. Okay, Niki schläft. Simsala. Gut, da wechsle ich auch. Wir haben kein Pokémon, was gut gegen Psycho ist. Ike und Blali werden effektiv getroffen. Schau dir, wie geht. Adolphus geht auch. Ja, geht dann ja in der Bus. Auch du im Pokémon nochmal eine Unlichtattacke. Oh shit, der setzt sich auf. Aber ich gegen ihn. Fuck. Alter, halt aufs Maul. Oh wow, sogar eine coole Attacke. Haben wir doch nicht so viel Damage wie gedacht. Jo, alter Adolphus. Heilige Kacke. Macht er viel Damage. Dann will ich nicht weiterreden. Sind hier auch gleich da. Oh, da ist das Kobalio. Valium. Ich gerne in den Kubayo. Was? Ich will das aber noch nicht triggern. Erzähl nur, also. Well, fuck. Aber ich komme noch durch. Flucht. Schnell weg. Oh, Fatum. Ne, nicht Fatum. Letiano. Es gibt doch irgendwie so ein Pokémon, was so ähnlich hieß. Irgendeins. Jo. In the City. Kommen die bitte her. Hallo, Elite. Oh Gott. Hihi. Das ist so meine. Sieht aus, als hätte ich nicht direkt der M-Attacke fliegen überholt. What? Wieso kann ich hierher fliegen? Digga, war die schon überall? Wieso kann ich nicht hierher fliegen? Das ist unfair. Mann, das ist Betrug. Die City liegt nördlich von Tessera City. Aber es gibt da was ihr beide hören solltet, bevor du dich auf den Weg machst. Ach wirklich? Und worum geht es? Jetzt werdet ihr gleich erfahren, mir nach. Okay. Da wären wir. Irgendein random House in der City. Wow, eine Rentnerin. Ah, ihr müsst die zwei sein, denen ich die Geschichte von Tessera erzählen soll. Direkt in der Tessera findet sich ein gigantischer Krater, den man gemeinhin die Riesengrotte nennt. Okay. Angeblich sind die Temperaturen in der Umgebung der Riesengrotte kürzlich auf bis zu minus 50 Grad gesunken. Zumindest hat mir das Sharon erzählt. Und meint, es ist leider nicht möglich, dorthin zu gelangen. Die Riesengrotte entstand, als dort vor Urzeiten ein riesiger Meteorit einschlug. Das heißt, dass ein Inneres ein furchterregendes Pokémon-Park.
Ja, der Meteorit. Nacht für Nacht, so wird es die Legende. Wenn mit der kalter Wind durch die Gassen peitschte, suchte dieses schreckliche Pokémon unsere Stadt heim, um Menschen und wie Pokémon zu verschlingen. Ach, er wird Kyurem sagen. Ihrer Verzweiflung legten die Menschen mächtige Wälle an, um ihre Siedlung vor dem gierigen Scheusal zu schützen. Aus dieser Zeit stammt auch das ungeschriebene Gesetz dieser Stadt. Nachdem man das Haus nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr verlassen darf. Das ist das Ende meiner Geschichte. Wow. Aber ich weiß ja schon, was passieren wird. Ich würde echt gerne ein bisschen mehr Lore haben. So von The City hier. Also generell von dem Game. Ich weiß gar nicht, wie man das so findet irgendwie. Keine Ahnung. Einfach so 4 Stunden Video, wo die ganze Lore von einer erzählt wird. Die Geschichte war sehr aufschlussreich. So kann man einen guten Eindruck von den Kräften der Pokémon bekommen, ja. Pokémon mit der Fähigkeit, seine gesamte Umgebung Eis zu füllen. Da steht in Nähe der Drachen-Pokémon nichts nach. Genau, die Geschichte erinnert mich an die Legenden von Reshiram, den Pokémon, als einst einer in einen Flammenmeer getaucht haben soll. Sag mal, Nita, erinnerst du dich an eine Legende von Reshiram? Nein. Seltsam, Nita. Ich habe es sicher, ich hätte sie bei unserem Treffen um unsere Tiere zur Sprache gebracht. Das Ding der Drache-Pokémon Reshiram erkennt diejenigen, die sich dem Ideal der Wirklichkeit verschrieben hat, als Helden an. Der Körper von Reshiram ist schneeweiß und so kraftvoll wie ein Flammenwerfer. Hans Skizze Flammenwerfer. Mami, das ist Reshiram einfach. Der Meteorit ist der Schlüssel. Yes. Reshiram wurde aus dem sogenannten Lichtstein ins Leben gerufen. Was, wenn dieser Lichtstein aus demselben Material bestünde wie der Meteorit aus der Geschichte? Oh. Kranke Schlussfolgerung, Professor. Darüber hinaus wurde in der Nähe der Drahtstiege, also da, wo sich Reshiram aufgehalten hat, dieselben Materialien wie in der Nähe der Riesengrotte gefunden. Woher weiß die das? Guck mal, was kein Sonnenlicht verträgt. Es reißt irgendwie sowas wie Baustellen oder Umflechten. Krass. Danke, dass du aufhörst zu reden. Ja, so, tschüss, Professor, wir sehen uns nie wieder. Das Hand aus Phoenix City steigt manchmal höchstpersönlich gegen seine Pokémon in den Ring, um sie zu trainieren. Okay. Ja, okay, der Typ ist auch anders gebaut. Bin ich ehrlich. Er steht ja so ein Max-Sax vor dir. So 2-Meter-Ding, so 200 Kilo. Und du wrestelst mit dem Typen einfach. Was zur Scheißhölle? Der Typ könnte dir einfach kurz in den Arm abpacken. Normale Pokémon-Sachen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns irgendwann wieder, wenn es nicht mehr so scuffed ist. Tschüss für immer. Hilfe, Alter, Hilfe.